Sie haben von einem Freund folgenden Brief bekommen. Liebe, lieber, ich habe mich sehr gefreut, von dir wieder zu hören. Ja, ich habe große Lust, mit dir zusammen eine oder zwei Wochen Urlaub in deinem Land zu machen. Eins. Welche sportlichen Aktivitäten schlagen Sie vor? Zwei. Was ist die beste Reisezeit? Drei. Welche Kleidung nehmen Sie und Ihr Freund mit? Vier. Was sollte Ihr Freund über die Reise wissen? Eins. Welche sportlichen Aktivitäten schlagen Sie vor? Vielen Dank für deinen Brief. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe einen Plan gemacht, was wir hier in meinem Land machen können. Da das Wetter sehr schön wäre, können wir gern in den Bergen wandern oder joggen. Zwei. Was ist die beste Reisezeit? Du solltest wissen, dass wir jetzt im Mai sind, deshalb wäre es besser, wenn du im August zu mir kommen kannst, weil es bestimmt wärmer wäre. Drei. Welche Kleidung nehmen Sie und Ihr Freund mit? Wenn du deinen Koffer packen möchtest, vergiss bitte nicht, Sommerkleidung und Sportbekleidung mitzunehmen. Vier. Was sollte Ihr Freund über die Reise wissen? Außerdem musst du auch daran denken, dass du genug Geld dabei haben solltest, um eine tolle Reise zu machen. Berlin, 3. April 2022, lieber Freund, liebe Freundin, vielen Dank für deinen Brief. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe einen Plan gemacht, was wir hier in meinem Land machen können. Da das Wetter sehr schön wäre, können wir gern in den Bergen wandern oder joggen. Du solltest wissen, dass wir jetzt im Mai sind. Deshalb wäre es besser, wenn du im August zu mir kommen kannst, weil es bestimmt wärmer wäre. Wenn du deinen Koffer packen möchtest, vergiss bitte nicht, Sommerkleidung und Sportbekleidung mitzunehmen. Außerdem musst du auch daran denken, dass du genug Geld dabei haben solltest, um eine tolle Reise zu machen. Viele Grüße, Haydem Alabresch.